best time to pick a new spot was when swapping magazines. Los! Ach Mann, ey! Muss schneller nachladen. Beziehungsweise ich muss dann nachladen, wenn ich nicht gerade anfange zu schießen, sondern im Rollen oder so. Wo schießt du hin, Penner? Okay, was haben wir hier? Schlummerpfeil. Puh. Mich hätte trotzdem sehr gerne interessiert, was auf dieser einen beschissenen Plattform war. The Trappers were a bit impressed with how the kid handled the shingle. Aber nein, Machetenangriff ist ja auf der X-Taste, also Quadrat-Taste. Ja. Und das ist ja mal die Taste für alles. We talk a little here and there. Okay. Können wir damit was machen? Ja, können wir. So. 50% Schaden. Weitere Angriffssteuerung. Also schwere Patrone, 50+50% Schaden, eine doppelt breite Patrone aus Knochen, die tiefer als gewöhnlich eindringt. verbesserte Schussfrequenz, weitere Angriffssteuerung. Das kapiere ich noch nicht so ganz. Eine modifizierte Kartusche, die mit unzähligen Knochensplittern gefüllt ist. That ought to make those fangs sink in nice and deep. Weitere Angriffssteuerung. Wir können hier tauschen, wie wir wollen. Also das mit dem doppelten Schaden wäre halt schon sehr geil. Also was heißt doppelter Schaden halt? Nochmal die Hälfte von dem Schaden, den wir jetzt machen. Das ist einfach nur höhere Schussfrequenz. Weil dann müsste ich nämlich das Doppelmagazin nehmen, weil das ist nämlich nicht so toll. Weil dann habe ich alle 2 Sekunden ist meine Munition alle. Wir bleiben mal beim Schaden, das ist glaube ich schon mal ganz gut. So. Mann, ich will wissen, was da war. So. Die hängenden Gärten, kerngeortet. Ansonsten ist nichts darüber bekannt. Der Schleier des Unbekannten hängt über dem Ort, okay. The Hanging Gardens. Folks used to go here to relax from their relaxing. Na gut. The dead welcome him with open arms. So, können wir schon was kaputt machen? Da füllt sich irgend so ein Ding auf. The calamity took everybody after all. Das hat irgendwas damit zu tun, dass wir das aufgelevelt haben, weil das war nicht vorher noch nicht da. Plain, frozen faces all around.
So, ich habe ja schon mal am Anfang welche hier von kaputt gemacht. Deswegen mache ich die jetzt auch kaputt. Much care to see him. Not like this. Ah, okay. Das war mir irgendwie ein bisschen klar, dass das passiert. Aber nur ein bisschen war mir das klar. Sehr dunkel. These folks never saw the calamity coming, but someone did. Someone close. Mhm. Komme ich leider nicht dran. Okay, hier stehen ganz viele von denen rum. Someone awaiting like Mr. Beckley and his kindly wife. Ich mach die mal alle tot. Wenn die eh schon tot sind. Weil sie versteinert, würde ich schon als tot bezeichnen. It was someone like him. Der guckt aber sehr. Kid sees him there agape in the flesh. It's a snag or two trying to get to him. Whoops. Und der hat Feuer. He ain't about to stop, no matter what. Kommt man denn jetzt da unten hin? Wie lang? Oh oh. Stimmt, ich könnte ja eigentlich immer mein Schild benutzen. Das ja nicht umsonst. The Thunder Brothers didn't make it. Ach, hier sind, ich sehe das so schlecht, weil die sind so grau. Und der Boden ist auch so grau. Wow! They never saw what it was like beyond the walls. Nor did the Bird Boy. Didn't make it. Okay, die sind tot. So wie sich das anhört. Ich hab's nicht geschafft. Das ist eine Katze. Ich denke mal, man kriegt irgendwas dafür, dass wenn man alle tot macht. Also so kommt man ja nicht dahin, aber da war halt eine Katze. Oh, was ist das? Ich will das haben. The Jawsons. They didn't make it. Grady Senior, Grady Junior. They didn't make it. But him, he survived. Ach, da steht er jetzt. Hier guckt. Aha, da war ein Geheimgang. Deswegen holen wir uns jetzt hier. Ura-Siegel. Kid finds proof enough that man ain't from around here. Ura-Siegel, ein Andenken, ein vom Volk der Ura getragenes Abzeichen. Die Tarsal-Spaten. Oder Tarsal, Tarsal hört sich besser an, Tarsal-Spaten, waren vor der Katastrophe in Selondia eine Seltenheit, da nur sehr wenige Ura in der Stadt lebten. Jetzt sind sie noch seltener. Okay. Oh! Fläschchen.
für die Julia. Ich möchte den Typen ungern abschießen, weil er halt noch lebt. Just think, without that man, we wouldn't be here right now, would we? Weiß ich nicht. Ich habe den mit meinem Schild getötet. Ich habe übrigens jetzt, was ist denn mit euch los? In Crysis 2 habe ich jetzt übrigens Platin. Yay! The core survived as well. Oh, ich liebe das Reptiergewehr, das ist so geil, ne? Okay. Einziger Nachteil dabei ist halt nur, dass man sich nicht bewegen kann, während man schießt, aber es ist trotzdem, was er tun muss. And then. Okay. What do you say to a man who's seen too much? Okay, ich kann nicht angreifen. Kid hasn't a clue, but he says this. Überlebender. We have to go. Please. Okay. He's a proper gentleman, that man. His name is Zulf. No hiding, he's an Ura. Folks like him ain't never been a common sight in Ceylandia. He's relieved to see a living face or two. The kid and I introduce ourselves in kind. Both to him and to each other for the first time. Aber warum hat das überlebt und die anderen nicht? Wir quatschen erstmal. Heißt der Rooks? Seit wann wissen wir, dass der Rooks heißt? Egal. Ah, okay. Weil die sich jetzt gerade untereinander vorgestellt haben, deswegen. Aha. Ural-Siegel. Frag nach dem Ural-Siegel. Ural, nicht Ural. Das in den hängenden Gärten entdeckt wurde. Lebten vor der Katastrophe viele Ural in der Stadt? Kann man ihnen vertrauen? Wir fought the Ural decades ago. But that was then. Things are different between us now. Okay. Dann quatschen wir mal mit Zulf. Zulf. Oh. Ah, okay, man kann den da drüber. Ah, Frage. Zulf. Oder Zulf hat er, glaube ich, gesagt. Zulf nach dem Leben in Ceylandia vor der Katastrophe. Wie war es, in der Stadt zu wohnen? Hattest du keinen Heimweh? Für Zulf, Ceylandia war wie ein zweites Haus. His real word about his first home, too. Far to the east. Da arbeiten wir uns ja, glaube ich, hin, so ein bisschen, oder? Nach Osten. Zeige Zulf die Kristallspange von den wogenden Wänden. Du hast nicht zufällig ein Mädchen gesehen, das sie in ihrem Haar trug, oder? We all lost loved ones in the calamity, he says. I don't know how I'm gonna go on without mine. Frag Zulf nach dem Ural-Siegel. Ich will immer Ural sagen. Das in den hängenden Gärten entdeckt wurde. Bist du schon lange in Ceylandia? Bist du den weiten Weg aus dem Osten gekommen? He was born in the Tazzil Terminals. The Ura sent him on a mission of peace to our city. And he's lived here ever since. Mhm. Okay. Können wir hier noch irgendwas